Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und ich freue mich heute, einen tollen Musiker und Musikproduzenten zu Gast zu haben. Den muss man kennen und das neue Album heißt A Memory of Our Futures. Es ist von Mandoki Soulmates und es ist sehr gut und ich freue mich, dass er da ist. Leslie Mandoki, wie geht's dir und wo bist du? Also ich bin in meinem Studio und das ist ein ungewöhnliches Format, was du hast. Also sehr gerne, aber wir sind in einem Hightech-Studio, jetzt gerade im Büro. Und wir sind hier mit allen teuersten Kameras und alles Mögliche hier ausgestattet. Also sehr Stoffwerke Tiefe. Das ist so mein Büro. Das alle sehen, also wie das hier aussieht. Also jetzt gehe ich gleich mit auf der Terrasse für euch. Also dass ihr seht, also das ist hier unten ist der See. Und schau. Das sind die Berge. Seht ihr das? Ja, wunderbar, ne? Das ist der Ausblick also von unserem Studio. Und ich kann auch nach Hause gucken, weil ich wohne unten am Wasser. Und so ist eigentlich meine normale Arbeitsweg ist zu Fuß. Und oder wenn das richtig gutes Wetter ist, das mit der Kanu. Und dann bin ich halt. Und das ist mein Büro vom Studio. Ja, dann erstmal vielen Dank für den Rundgang und ich möchte natürlich direkt mit dir über das Album sprechen. Es ist analog aufgenommen und produziert und das ist heute was Besonderes. Warum und warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Eigentlich, wenn du eine Frau kennenlernst und sie fragt, also irgendwann kommt der Moment, wo ein Liebesbrief fertig wird. Das heute ist es ein liebes SMS. Also. Und dann eigentlich habe ich gedacht, unser Publikum verdient jetzt kein liebes SMS, sondern verdient ein Liebesbrief, also mit der Fülle geschrieben, also so handgeschriebener Liebesbrief. Dann habe ich zu den Jungs gesagt, wisst ihr was, das ist diese verlorene Art, dass die Kunst entsteht beim Aufnehmen und nicht bei Post-Production. Und ja, aber ich sage, okay, also das ist schon ganz wild. Wir kommen halt so immer sowieso zusammen hier am Starnberger See und sitzen wir zusammen, musizieren wir zusammen, essen wir zusammen und so. Und wie schön das ist, das so, wieder so zu machen. Also das war's dann. Und dann sind wir zusammengekommen, ich habe die Noten verteilt und wir haben angefangen darüber zu reden, wer kocht dann heute Abend. Ne? Und weil der Musik war obvious. Habt ihr euch eigentlich bei der Länge der Songs, weil die sind ja alle sehr lang, vorher ein Limit gesetzt? Habt ihr gesagt, der Song geht jetzt 6 Minuten, der geht 8 oder habt ihr einfach drauf losgemacht? Eine handgeschriebener Liebesbrief gehört auch das dazu, dass man nicht an Format sich hält. Also, ne? Wir haben gedacht, 30 Jahre Mandoki Soulmates, also das ist eigentlich, was kann man ja noch machen? Der letzte Album ist so gut gelungen und wir bekamen Gold und Platin und wir haben bei den Grammys gespielt, also irgendwie mehr Standing Ovation und exzellente Rezessionen und Zugaben, was willst du noch im Leben haben? Und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen ein Album auf, die eigentlich against all odds spielt. Also gegen jede Regel, wo alle sagen, ja, das musst du ganz kurz machen, weil die Aufmerksamkeitsfenster und so, und das musst du, also nach 3 Sekunden muss das alles gesagt sein, weil und so KI und dann haben sie gesagt, Leute, entspannt euch. Unser Publikum wird so angesprochen mit gewisser Demut, mit Respekt. Da unser Publikum ist einfach, Verzeihung, die intelligentere Teil der Gesellschaft. Die ertragen das, dass wir komplexe Themen komplex formulieren. Und das ist es. Also, und dann, das, natürlich gibt es, oh, ihr traut euch ja was, also, weil eigentlich ist es dann doch so, dass man alles, also es ist natürlich nicht Social Media tauglich, das Ding. Es ist Musik. Es ist nicht Sozialpornografie tauglich, also das passt nicht zu Dschungelcamp. Das hat was, aber was zukunftsorientiert ist, das nicht umsonst heißt das Album A Memory of Our Future. Also es geht um die Zukunft, geht um Generationsgerechtigkeit und geht um eigentlich um Musizieren, so wie unsere Großväter damals in Woodstock musiziert haben. Also einfach ohne auf der Frage, kurze Antwort zu kommen. Wir haben uns keine Formatzwänge auferlegen lassen, sondern wir haben ein waschehrliches, authentisches Album eingespielt.
Du bist mit so vielen Leuten im Studio gewesen, um ein paar aufzuzählen. Peter Maffay, Joshua Caddison, Phil Collins, No Angel, Lionel Richie. Und ich weiß, du könntest jetzt entspannt noch 30 Minuten die Liste fortführen und mal hören, wie deine Erinnerung daran ist, ob die gut ist oder geht so. Jennifer Rush, Destiny. Wie ich Heidi kennengelernt habe. Sie heißt Heidi Stern. Also, eigentlich war seltsamerweise, war ich schon um 23:30 am Abend zu Hause im Schwabing, in München. Rief mich eine Keyboarder-Kollege an. Du musst sofort ins Arena kommen. Das ist dann damals ein Club gewesen, wo von einer guten Freundin von mir, von Tina Turner, der Hermannspieler, hängen geblieben in München, weil er mit Freddie Mercury befreundet war. Und Freddie hat ihn überzeugt, dass er einfach bei unserem Kreis bleiben soll. Und ein großartiger Hermannspieler aus New York. Und sagte mir der Keyboarder, der mich anrief, da ist eine Sängerin da im Background und so. Und, aber du musst es unbedingt hören. Und dann komme ich da hin und der Heidi singt wie wahnsinnig. Und dann gehe ich zu Backstage und sage, ich möchte mich vorstellen, ich bin hart, du musst dich nicht aufstellen, du bist Bett und Wärme. Aber ich sage, Heidi, morgen gehen wir ins Studio. Damals hieß sie noch nicht Jennifer Rush. So fing es an und der Rest ist ja Popstory. Das ist großartig. Wir haben immer noch eine sehr enge und sehr gute Beziehung und eine großartige Wertschätzung. Das ist eine tolle Sängerin, eine tolle Persönlichkeit und es ist einfach eine tolle Zeit und es hat mich sehr gefreut und war eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Du hast, das werden viele gar nicht wissen, für Sturm der Liebe den Titelsong komponiert. Curly hat den gesungen und du warst dann auch 2014 in einer Gastrolle. Bedeutet dir Sturm der Liebe was oder ist das halt eine von so vielen Produktionen? Also ich mache sehr vieles und also all diese Dinge bedeuten mir eine Menge und meine Tochter, die Schauspielerin ist, also ich habe sie dort Praktika machen lassen, also dass sie das einfach diese Dukte täglicher produzieren, also auch mal so spürt hinter der Kamera, vor der Kamera, beim Drehbuch, bei Dramaturgie, also überall und so war sie ein kleines Mädchen und das heißt, sie ist eine großartige Schauspielerin und so bin ich natürlich, Bavaria Film ist mein Haus, Filmstudio hier auf der anderen Seite der See und wir machen sehr viel, also wenn jemand eine Bavaria Film Tour bucht, also mit der Kinder, dann sieht man, dass ich von angefangen zu Janosch, zig Filme bis viele andere Sachen vertont habe, das ist eine meiner viele Themen, also die Soulmates ist natürlich das Wichtigste und das neue Album ist das Beste. Also der Mandugi Soulmates wird immer das Zentrum meines gesamten Arbeitslebens sein, aber oder mein Leben überhaupt. Aber es gibt halt vieles, also ob das FC Bayern ist oder Audi oder Volkswagen oder eben halt Sturm der Liebe oder die Disney-Filme von Mulan oder Tarzan oder Brother Bear oder Atlantis sowas haben. Also es sind da viele unterschiedliche Themen, die ich durch die Jahre dann oder Olympiade-Eröffnung und vieles mehr. Du hast immer wieder gesagt, dass du bei der Genghis Khan-Zeit nicht viel Geld verdient hast. Wie ging das? Das waren doch so krasse Verkäufe damals. Das waren also täglich mal 30.000 Singles zu verkaufen, Vinyl-Singles, ne? Und ein paar Millionen, also das waren viele Millionen Schabern. Das war damals so ein Deal, war ein kleiner monatlicher Vorschuss. Und das ist halt einfach damals so gewesen, das war noch vor der Hubert K.-Urteil. Also wurde das Hubert K.-Urteil hat das ein bisschen geregelt, also was geht, was nicht geht. Aber das auch klarzustellen, also ich habe mich nie darüber beklagt und ich werde es auch jetzt nicht tun. Ich habe das dort gelernt, wie das funktioniert, dieser Business. Und es ist völlig okay. Ich habe das gesungen und ich habe mein Bestes gegeben. Es war nicht meine von der Intuition her. Also ich habe auch seit 40 Jahren das nicht gesungen.
Ich verteufel das nicht. Ich sage ganz mit ein bisschen schmunzelnd und retrospektive, sage ich mal, Manduki, du hättest es auch ein bisschen mehr entspannt genießen sollen. Aber das ist irgendwie, mein Leben war nicht so, dass die BHs fliegen auf der Bühne, sondern dann bin ich halt in jede Jazzclub gegangen, also auch für mich selber unter Beweis zu stellen, dass ich gehöre da in, weil ich bin. Also ich wollte immer eigentlich der Zuneigung des Publikums erarbeiten dürfen und mit Musik. Also und das war das, und ich konnte damit nicht so richtig gut umgehen. Also dass man singt einen Song und dann das fliegen die Herzen einem zu. Also das war für mich so ein Mensch, der ewig das ganze Leben, also eigentlich auf diese als Kind auf dieser Beruf sich vorbereitet und studiert und wenn die anderen Fußball spielen und mit den Mädchen in der Eisdiele sind, dann bist du in dunkle Kellerräume und übst und so. Und der Opel-Sticker so Autogramme geben und die Leute jubeln schon. Ich konnte damit, also heute lache ich darüber, aber und jetzt für dein Publikum, also das zu abschließen, ein bisschen was willig zum Lachen. Irgendwann war meine erstgeborene Tochter 5 Jahre alt und die zwei Kleinen noch entsprechend klein. Und sie hat aus meinem Bibliothekszimmer hier am See, hat sie halt ein Buch ausgeräumt, also über die Gruppe Genghis Khan. Und dann sagte sie zu mir, also Vater, sie konnte noch nicht lesen, also Vater, also du bist ein Faschingsmuffel, du magst keine Karnevale, was ist das für ein Ding? Aber wie siehst du denn hier aus? Und dann haben sie gesagt, ja, ich habe es euch nicht gesagt, aber ich war mal Popstar. Also für meine Kinder war ich natürlich also der Produzent, der hier 1 Kilometer von zu Hause entfernt, also das Studio hat und alle möglichen Weltstars oder Newcomer hier produziert. A Memory of Our Future is out now. Gönnt euch das, Manduki und Soulmates. Das ist wirklich sehr gute Musik. Man kann es nicht anders sagen. Also hört auf jeden Fall rein. Und ich freue mich, dass er zu Gast war. Leslie Manduki, vielen Dank für deinen Besuch in der Web Talk Show. Also vielen Dank und vor allem dafür, dass du die gleiche Wandfarbe genommen hast für dich, als ich hinter mir habe, weil das ist eine echte emotionale Verbindung. Und du hast jetzt noch eine wundervolle Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder etwas, was dir wichtig ist und du hast dafür noch 10 Sekunden Zeit, um drüber nachzudenken. Wir sehen uns wieder zur nächsten Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und jetzt die heutigen Abschlussworte von Leslie Manduki. Bis dann. Danke, dass ich dabei sein dürfte und ich zeige euch mal ein bisschen, so sieht das so aus, wenn ihr irgendwo dieser Black Swan, also der schwarze Schwan begegnet, da ist Musik drin, nämlich über unsere Welt, wir wissen alle, das ist ein Labyrinth der Krisen, wo wir sind und hier ist der Ausweg. Also wir werden dieser schwarze Schwan wieder weiß malen und am Ende der schwarze Tunnel stehen wir jetzt vor euch da mit dem Fackel und wir leuchten das wieder aus, weil das haben unsere Großväter im Woodstock auch gemacht und jetzt schulden wir es euch, das haben wir dieses Album gemacht mit so viel Liebe und total analog, also analog pure. Also herzlichen Dank, dass ich dabei sein dürfte.